Ja, Christoph, in Anlehnung an ein Format, was du selbst auch auf deinem Kanal oft und gern gespielt hast, wollen wir dich natürlich auch noch ein bisschen in die Mangel nehmen. Sehr und wir gerne. Spielen mit dir dies oder das. Okay. Eine Entscheidung. Okay. Du darfst jetzt hier etwas aus diesem Behältnis nehmen und okay. uns dann deine Meinung oder deine Entscheidung. Also es ist ein Stichwort und ich muss eine Entscheidung oder eine Meinung. Zwei Stichworte eigentlich, genau. Und du sagst uns, wofür du dich entscheidest und warum. Okay. Gronkh oder PewDiePie? Da sage ich ganz klar Gronkh, weil ich ihn besser verstehe. Okay. Nein, ich mag ihn auch sehr gerne. Er ist einfach ein irrer Typ. Influencer-Marketing. Insta oder YouTube mit Hashtag oder ohne Hashtag? Also, das ist ganz schwierig zu entscheiden. Es gibt einfach Leute, die haben auf Insta wahnsinnig großen Einfluss und für die ist auf jeden Fall Instagram die bessere Plattform. Es gibt andere auf YouTube. Also ich glaube, man kann das nicht so entscheiden. Ich würde aber auf jeden Fall sagen, mit Hashtag, damit es auffindbar ist, damit es besser geteilt werden kann. Aber Insta oder YouTube, das kommt wirklich auf den Menschen. Aber es gibt Leute, die haben einen YouTube-Kanal, der ist bisschen klein, aber auf Musical.ly haben sie hunderttausende Follower und andersrum. Und es ist wirklich sehr lustig, wer wo am meisten Follower hat, weil das nicht unbedingt synchron geht. Kann man das, Zwischenfrage dazu, nach Generationen einteilen? Nein, auch gar nicht. Nein, gar nicht. Also es geht kunterbunt. Es gibt schon bestimmte Medien wie Musical.ly, die sind jetzt sehr, sehr jung. Aber für die Influencer würde ich immer sagen, nee, das ist wirklich, also ich kenne hier... Joka Tululu, der ist auch, ich glaube, Ende 20, Anfang 30 sogar, der hat einen Riesenerfolg auf Musical.ly. Also, ich kann man gar nicht sagen, nee. Nächste Frage. Kurz gesagt oder Resource? Kurz gesagt, weil ich die Jungs kenne und ich finde die sehr gut. Ich kenne auch hier Michael von Resource, auch sensationell. Mein Vorbild natürlich als jemand, der Wissenschaftsvideos macht, auch hundertmal besser als ich, weil ich mache ja eigentlich so Nachrichten und der ist ja wirklich philosophisch, das ist wahnsinnig, der macht ja absolut irre Sachen und total durchdacht. Aber kurz gesagt, finde ich halt auch, weil die Animationen machen, unfasslich kreativ, wahnsinnig aufwendig und ganz toll. Snapchat oder Insta-Story? Insta-Story, weil es größere Reichweite hat tatsächlich. Also Insta-Story hat ja in dem Moment, wo es kam, war das für alle, die schon mehr Reichweite auf Instagram hatten, war das die bessere Alternative, weil die Reichweiten höher gingen. Mhm. Soll ich die alle machen? Sehr gerne. Nein, sehr gerne. So viele sind nicht mehr, die schaffen wir noch. Jetzt habe ich hier zwei. Biegsam oder standfest? Standfest. Auf jeden Fall. Das ist ein Wort. Gute Kamera oder gutes Mikrofon? Gutes Mikrofon. Ton ist das Allerwichtigste. Wenn man jemanden nicht versteht, kann das Bild noch so gut sein. Es hilft nichts. Also besser guter Ton als gute Kamera. Auf jeden Fall. Also immer zuerst an den Ton denken. Berlin oder Köln? Also für die Videodays ist Köln der absolute Burner-Standort. Es gibt nichts Besseres. Zum Wohnen finde ich Berlin ganz toll, weil hier unfasslich viel los ist. Ich meine, hier sind Deutschland-Premieren von, Weltpremieren von Hollywood-Filmen. Das ist in Berlin. Also von daher, und außerdem Divimove, mein Arbeitgeber, sitzt hier. Also Berlin ist super. Aber für die Videodays ist Köln am besten. Da gibt es wahnsinnig viele YouTuber. Es ist in einem riesen Einzugsbereich. Einstein oder Newton? Einstein auf jeden Fall. Einstein hat so viel unfassliche Dinge vorher gesagt. Das fällt einem immer wieder auf, wenn man darüber berichtet. Schwarze Löcher hat er vorher gesagt und so weiter. Der hat wahnsinnig viele Dinge eben vorhergesehen. Die Gravitationswellen hat Einstein vorhergesehen. Wir haben sie jetzt erst nachgewiesen. Da kriegt man schon Gänsehaut. Also das ist ein unfasslicher Mensch. Also wirklich, ist irre. Und was heute Einstein ist in wenigen Jahren, Christoph Kraft. Nein. Wen ich wirklich ähnlich bewundere, aber es ist eine ganz andere Klasse, ist Elon Musk. Mhm. Weil der hat eine Raumfahrtfirma aufgebaut und alle haben ihm vorher, ich habe gestern Abend ein paar Videos dazu gesagt, Neil Armstrong und so weiter, alle haben vorher gesagt, nein, das geht nicht, der kann das nicht machen. Und das macht mich auch, das ist etwas, was mich wahnsinnig macht, wenn Leute sagen, das geht nicht. Für mich, da muss ich sagen, geht nicht, gibt's nicht. Natürlich kann man an der Herausforderung scheitern, vollkommen okay, aber schon am Anfang zu sagen, das geht nicht, finde ich, sonst gäbe es das hier nicht. Sonst gäbe es nicht Online-Video in dieser Ausprägung, wie es sie gibt, weil wenn nicht solche Leute da gewesen wären, die gesagt hätten, nö, das wird die Medienlandschaft verändern, das machen wir jetzt und dadurch hat sie sich verändert, absolut. Tja, wir freuen uns auf weitere Veränderungen, sind gespannt, wo es hingeht. Vielen Dank, du hast es geschafft. Wir sind ein bisschen schlauer geworden.